Und da soll noch mal einer sagen, grün sei die Farbe der Hoffnung. Kann sie werden, je nachdem, wie wir hier durchkommen. Aber so wie das hier aussieht, ist das eher Giftgrün als irgendein Hoffnungsgrün. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen, weiteren Folge von Alan Wake. Und wir sind in der Zwischenwelt schlussendlich gelandet. Wir sind in den See gesprungen. Wir haben den Klicker betätigt. Wir waren in einem Flashback wieder in New York, in dem wir mit Alice im Bett lagen, aber Alice nicht Alice war und sie uns durch die Wohnung verfolgt hat. Und wir haben den Klicker genommen, haben ihn gedrückt und jetzt sind wir in dieser Zwischenwelt, in der uns komische Befehle oder Möglichkeiten lexikalisch eingeblendet werden, als Lexeme, als Wörter. Und wie das jetzt hier überhaupt weitergeht, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Nee, ich kann immer noch nicht steuern. Jetzt kann ich steuern. Was ist denn da überhaupt, was ich da wegmache? Das ist eigentlich echt eine coole Idee. Thermoskanne ist weg. Vogel. Sehr abstrakt, aber sehr geil. Hab ich die Vögel jetzt befreit und die greifen uns jetzt nicht mehr an? Vielleicht so als Symbol dafür, als Metapher? Ich verbrenne das, ich brenne das Wort Vogel weg und diese Gegnerart haben wir jetzt nicht mehr. So in dem Sinne. Das gleiche für die Fässer. Was haben wir hier? Telefonmasten. Kisten. Oder sie erscheinen halt, die Gegenstände. Das gibt's auch. Was ist das? Der Weg. Und da hinten geht's weiter. Das hat doch gerade geklingelt, das Telefon. Aber, Leute. Wie geil ist das denn bitte? Das finde ich gerade richtig cool. Da hinten ist ein Haus, sehe ich gerade. Das könnte die Hütte sein. Ich verlasse dich. Was? Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Alice? Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an! Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an! Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Ich bin gerade etwas sprachlos, weil das so geil ist hier gerade und so abstrakt, aber so passend. Auch vor allem er als Autor mit den Wörtern und sowas. Erschaffer von Wörtern, von Sätzen, von Texten, von Geschichten. Gut, da kommt wieder auch der Sprachwissenschaftler in mir durch, der das Ganze natürlich auch aus einer ganz eigenen Sicht betrachtet, aber super. Richtig cool. Und wir sind bei der Diver's Isle. Zumindest einer... Tom, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte binde mich los, du böser Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit. Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Leg das Messer weg, Thomas. Leg es hin. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich schneide es raus und bring dich in die Tiefe zurück, aus der du kommst. Ich kann auch keine Waffen oder so auswählen. Aber ich habe nur die Taschenlampe. Und bald keine Batterien mehr. Ich hoffe, das reicht. Wow. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt vielleicht eine Seite verpasst? Im Endeffekt, ich weiß es nicht. Weg von mir, alte Hexe! Wo bin ich? Ich will weg! Alice? Alice, ich komme! Ihr Mann hat sich geweigert, den Befehlen zu folgen.
Er musste nur das schreiben, was zu schreiben ich ihm aufgetragen hatte. Jetzt ist es zu spät. Das ist seine Schuld. Sie werden auf ewig hier bleiben. Ich wusste es, das Schaukelpferd. Der Showdown, okay. Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als Sie. Älter als Ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Ich konnte Alice Gegenwart spüren, ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste, wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit, Ursache und Wirkung, es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht, zurück ins Licht. Oh nein!
Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Was zur Hölle? Kennt ihr... Oh, David Bowie. Kennt ihr das Gefühl? Ich meine, Mindfuck kennt ihr ja sicherlich, aber kennt ihr das Gefühl? Ich hatte gerade das total, das habe ich sehr selten, dass ich etwas sagen wollte. Ich hatte das Bedürfnis, was zu sagen zu dem, was ich gerade erlebt und gesehen habe. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte nichts sagen. Ich hatte so den... Ich saß hier mit offenem Mund und war so... Die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen. Ich dachte so, wow. Das Gefühl hält noch ein bisschen an, glaube ich. Sam Lake, ja, da ist er. Was ist jetzt mit Alan? Und was ist jetzt, ich verstehe, vielleicht muss ich mir das vielleicht im Nachhinein nochmal in Ruhe angucken, aber gerade in diesem Moment, wo ich jetzt den direkten Eindruck hatte und das zum ersten Mal, da es ja ein Blind Let's Play war, gesehen habe, ich verstehe den Zusammenhang jetzt gerade nicht so. Mag total an mir liegen. Vielleicht gibt es da aber auch nicht eine Deutungsweise, sondern mehrere. Aber Alan war jetzt zuletzt... Ich mach das jetzt mal rein aus der Rekapitulation, woran ich mich erinnern kann. Alan war zuletzt in der Hütte oben und hat geschrieben, es ist kein See, sondern ein Ozean. Das würde heißen, dass es eine sehr viel größere Auswirkung alles hat, einen sehr viel größeren Teil betrifft von Bright Falls, von der Welt vielleicht, dieser Dunkelheit. Agent Nightingale stand hinter dem dunklen Fenster, Rose hatte die Lampe in der Hand. Das heißt, es könnte alles von vorne losgehen, dass Rose die Lampenlady, die neue Lampenlady ist, die Einblick hat in die Machenschaften. Barbara Jagger ist tot, weil Alan den Klicker in ihr aktiviert hat, weil sie ein Loch sozusagen im Bauch hatte oder wie auch immer. Heißt, in dem Sinne hat die Dunkelheit das Licht, andersrum, das Licht hat die Dunkelheit in dem Sinne, in dem Punkt zumindest, besiegt. Ach, Stobe Haju, sehe ich gerade, Cinematics Directed, kleine Trivia, der hat auch schon für Nightwish gearbeitet, unter anderem, hat ein paar Videos gedreht, auch den Nightwish-Film, glaube ich sogar. Imaginarium, den muss ich auch noch gucken. Schöner Fantasy-Streifen. Ja, und passend ist der Timer abgelaufen. Ich lasse das Outro jetzt natürlich ganz auslaufen. Die Credits, das gehört sich so, finde ich. Vielleicht muss ich die Musik ein bisschen leiser stellen im Nachhinein oder austauschen, je nachdem. Mal schauen. Ich verstehe es nicht ganz. Was ist mit Barry los? Was ist mit Barry passiert? Was ist mit Sarah Breaker, dem Sheriff, passiert? Was ist mit Cynthia Weaver passiert? Viele offene Fragen auch irgendwie. Ich hoffe, dass hier vielleicht noch was kommt. Ansonsten... Ich meine, die Anderson-Brüder sind wieder scheinbar in der Stadt integriert. Und was ist mit Dr. Hartman passiert? Der ist einfach gestorben durch die Dunkelheit in der Klinik damals, wo wir ihn quasi in seinem Arbeitszimmer eingesperrt haben und dann da geflohen sind. Und Alan und Alice sind jetzt nicht mehr zusammengekommen. Alice konnte sich scheinbar dann doch retten, dadurch, dass Alan die Geschichte zu Ende geschrieben hat und ein gutes Ende geschrieben hat. Aber was ist mit ihm? Oder ist er vielleicht danach aus der Hütte rausgegangen und ist dann zu ihr geschwommen an das andere Ufer?
Weil die Hütte war ja dann wieder da, scheinbar. Oder auch nicht, weil als Alice aus dem See hinausgeklettert ist und zurückgeblickt hat, war ja auch keine Brücke mehr da und die Hütte auch nicht. Also gibt es verschiedene Dimensionen, Paralleluniversen. Und ich laber hier wahrscheinlich gerade total den Dünnpfiff, tut mir leid, aber ich muss mir das gerade irgendwie versuchen zusammenzureimen. Ich verstehe es nicht. Zumindest sagen wir es mal so, ich habe verschiedene Deutungsweisen, aber ich kann von keiner mit Gewissheit sagen, so ist das hundertprozentig gemeint. Was ich in anderen Spielen durchaus kann, weil das halt einfach nicht so komplex ist. Aber gerade die Komplexität mag ich ja auch hier, aber sie wirft halt auch Fragen auf und lässt halt viel Raum für Interpretation und Verwirrung zu, die sich gegenseitig behindern und begünstigen können, gleichermaßen, je nachdem. Vielleicht sollte ich mal von der Story abgesehen, von der Story jetzt mal weggehen und rein das Spiel beurteilen, ein kleines Resümee ziehen. Was ich ja in etwa davon gehalten habe, das habe ich ja schon des Öfteren, auch in letzter Zeit, in den letzten paar zig Folgen hier und da erzählt. Ich halte das Spiel echt für richtig, richtig, richtig gelungen. Also perfekt. Würde ich fast nicht sagen. Ich würde vielleicht eher sagen, also wenn ich eine Note verteilen müsste, würde ich vielleicht 1 minus sagen. 2 würde ich nicht sagen. Also irgendwas im Zweierbereich, das wäre zu schlecht, finde ich. Also 1 minus. Oder wenn überhaupt, eine ganz, 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 ganz starke 2 plus, aber eigentlich 1 minus. Warum keine 1 glatt und keine 1 plus? Im Nachhinein hätte die Bindung zu Alice ein wenig stärker und länger aufgebaut werden können, sodass man vielleicht noch mehr das Bedürfnis hat und mehr auch daran denkt während des Spielflusses. Ach ja, es geht ja eigentlich darum, dass wir Alice retten. Denn das Gefühl hatte ich manchmal, an manchen Stellen nämlich nicht. Da ging es dann eher darum, okay, was hat es mit der Dunkelheit auf sich? Ich meine, okay, kann ich auch verstehen, dass das so gelaufen ist aus der storytechnischen Entwicklung, aus der Themaentwicklung, weil das eine hängt ja unzerreißbar mit dem anderen zusammen. Also wir müssen erst rausfinden, was es mit der Dunkelheit auf sich hat und wie wir die bekämpfen können und dann können wir erst Alice retten. Verstehe ich alles. Aber die Bindung von Alan zu Alice, mein gut, es gab diese Rückblenden in New York, die fand ich echt super, zumal sie auch Abwechslung geboten haben zu dem Waldpanorama, zu der ganzen Düsterkeit auch, generell. Aber die Bindung zwischen Alice und Alan hätte noch etwas stärker ausgebaut werden können, finde ich. Barry Wheeler ist die größte Überraschung für mich des ganzen Spiels, was die Charakterentwicklung angeht, weil ich ihn erst überhaupt nicht mochte und hinterher total sympathisch fand. Das habe ich selten in einem Spiel erlebt, dass das so krass von einem Extrem ins andere schwenkt, quasi. Sarah Breaker, der Sheriff, okay, die war halt da und die hat uns halt geholfen. Und ich fand das auch cool, dass man dann eine Zeit lang zusammengekämpft hat, aber eine richtige Bindung zu ihr als Charakter hatten wir jetzt auch nicht. Barbara Jagger hingegen als bösen Konterpart, als Antagonist zu Alan Wake, fand ich richtig gut in Szene gesetzt. Alte, düstere Frau, erinnert so ein bisschen an Hexe oder Magierin, dunkle, böse, weiß ich nicht, ja, Frau. Fand ich eine gute Idee, ist im Prinzip als ganzes Spiel gesehen eine Art modernes, sehr düsteres Erwachsenenmärchen. Mit einem durchaus hohen Gewaltanteil, der aber irgendwo wieder keine Gewalt ist, weil zumindest nicht in dem Sinne, dass kein Blut spritzt oder so, sondern wir sehr viel mit Licht und Schatten arbeiten, eigentlich fast ausschließlich. Wo wir vielleicht wieder zu einem anderen gleichzeitig positiven Punkt und zu einem negativen Punkt kommen, den man so beurteilen könnte. Ich fand es sehr positiv, die Grundidee mit Licht und Schatten zu arbeiten und dass das Licht und Schatten natürlich bekämpft, dann fand ich super. Weil immer diese ganzen, ich bin nicht so der Shooter-Typ generell und auch nicht so der Ballerspiel-Typ, also mit Call of Duty und Battlefield und so einem, sorry, Blödsinn, könnt ihr mich echt jagen, zumal mit diesem totalen Militärzeug und hier, oh, ich bin ein Soldat in einer Militäreinheit und das gibt's jetzt 10.000 Spiele lang und eigentlich gibt's da nie was Neues. Nee, ist nicht meine Welt. Aber ein Shooter, oder sagen wir mal ein Spiel, was Shooter-Element hat wie dieses und was das aber nicht so Otto-normal gebraucht,
Finde ich richtig gut. Licht und Schatten gut genutzt, verschiedene Waffen, die auch Sinn gemacht haben, Blendraketen. Wir hatten auch teilweise Gaskanister, Gastanks, die wir anschießen konnten. Die Generatoren, die man anschmeißen musste, fand ich an sich gut. Ja, also das fand ich gut. Andererseits hätte ich mir vielleicht aber auch gewünscht, obwohl es schon relativ viele Möglichkeiten gab von Leuchtraketen, Leuchtpistolen und so weiter und so fort, dass man vielleicht noch ein paar mehr Rätsel hätte einbauen können, die man vielleicht mit Licht und Schatten hätte lösen können. Oder vielleicht ein paar mehr Rätsel, so in dem Sinne, wie wir das oft mit dem in dem Holzfällergebiet und in der Silbermine hatten. Bewege verschiedene Ebenen von Holzbrettern oder so und versuche von A nach B zu kommen. Das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen können, dass die Rätsel, sagen wir mal, die Rätselkomponente vielleicht noch ein klein wenig hätte stärker sein können, aber das ist kein wirklich starker Kritikpunkt, ehrlich gesagt. Das muss auch nicht sein, das kann man machen, aber das hat mir auch so sehr gefallen, wie es so ist. Die Grundatmosphäre ist 1A, also atmosphärisch, und damit übertreibe ich jetzt nicht. Ich meine, ich habe einige Spiele bestimmt in meinem Leben schon gespielt, aber atmosphärisch gesehen einfach eines der allerbesten Spiele, die ich bisher je in meinem Leben genießen durfte. Die Düsterkeit war super, die Lichtstimmung war super, die einzelnen Orte fand ich super, auch wenn sie teilweise sehr repetitiv waren, also sehr wiederholend, sehr stark, immer wieder das Gleiche. Vor allem mit den Waldgebieten, was ihr ja auch teilweise in den Kommentaren angemerkt habt, sehe ich ähnlich. Gleichzeitig aber auch viele einzelne schöne Orte, die herausstachen, weil sie halt Abwechslung geboten haben. Weiß ich nicht, das Bergwerk zum Beispiel, die Silbermine. Was hatten wir denn alles noch hier? So viele verschiedene Sachen. Pat Main zum Beispiel. Das wäre eigentlich noch cool gewesen, wenn der jetzt noch irgendwas berichtet hätte jetzt am Ende, so, ach, das Deerfest findet statt und so, und das Gewitter hat sich verzogen oder das Unwetter, was lange geherrscht hat. Ja. Ich könnte noch so viel mehr Worte hier drüber verlieren, und doch würde es dem Spiel wahrscheinlich nicht gerecht werden, weil ich wieder irgendwas vergessen hätte, was ich eigentlich erwähnen möchte und was mir im Nachhinein noch einfällt. Aber im Großen und Ganzen wisst ihr sicherlich jetzt, was ich für einen Eindruck von dem Spiel habe. Und ich bin gespannt, wie lange der Abspann noch geht. Ich, wie gesagt, ich verstehe nicht ganz, wie die Story jetzt geendet hat. Ich fand das gerade am Ende richtig geil mit den einzelnen Wörtern, die man wegstrahlen musste in dieser dunkelgrünen, giftgrünen Zone. Und wenn das weiter so geht, wird das eine halbstündige Folge. Soll mir auch recht sein. Dann schließt sich der Kreis. Das Let's Play hat mit einer halbstündigen Folge begonnen und endet mit einer halbstündigen Folge. Aber man kann auch mal einfach, auch das finde ich jetzt losgelöst von Alan Wake oder so, aber das finde ich bei Filmen und bei Musik natürlich, da sieht man es vielleicht nicht so drastisch, aber gerade bei Filmen und bei Spielen sieht man es in den Credits immer wieder stark, wie viele Leute an sowas mitwirken. Das ist unglaublich. Guckt euch das an. Also, unglaublich. Brad Madden hat Alice gesprochen. Okay. Ich guck gerade, ob ich da irgendwelche Namen von kenne. Ich überfliege das mal so ein bisschen. Aber sagt mir jetzt so nix. Gut, die haben wir ja auch alle nicht. Timothy McCracken. Nee, ist aber, glaube ich, ein anderer McCracken. Mike Doyle. Okay. Ich wurde gefragt, das kann ich vielleicht, zumindest das kann ich noch sagen, ich wurde gefragt, es gibt ja Add-ons, ob ich die auch spielen werde. Ich will es nicht ausschließen, ich hätte da auch durchaus Lust zu, aber ich sage auch ganz klar, macht euch keine Hoffnung, dass das in naher Zukunft kommen wird. Denn erstens möchte ich jetzt erstmal, von Night Springs hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen können, egal. Ich möchte erstmal ein bisschen Pause jetzt von Alan Wake haben. Und möchte das vielleicht auch mal ein bisschen mehr verdauen noch im Nachhinein und ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie das Ende gemeint sein könnte. Und andererseits habe ich jetzt erstmal so viele andere Sachen, die ich gerne machen möchte, dass die jetzt erstmal Vorrang haben, weil Alan Wake hat jetzt auch ziemlich lange gelaufen, ich glaube seit September oder Oktober 2013, und wir haben jetzt heute den 8.2.2014. Also es ging eigentlich von der reinen Länge als Let's Play, so brutto betrachtet,
war eigentlich okay, verglichen mit anderen Projekten, die ich hatte. Kann man aber auch teilweise schlecht vergleichen, weil die natürlich alle unterschiedliche Längen haben, die Spiele. Aber, naja. Musik auch wieder sehr gut. Auch, ja, also ich meine jetzt die orchestrale Musik, die jetzt zum Beispiel gerade läuft. Und das Sounddesign generell, also auch die Geräuscheffekte, die es gab. Die Lichteffekte, wenn Gegner auf einen Zug kamen. Dieses Fokussieren zum Beispiel, richtig gut. Aber auch hier natürlich die Poets of the Fall und wer hier nicht alles mitgewirkt hat. Among the Oak and Ash, genau. Shady Grove. Leute, hört euch das Lied an, das ist super. Das war das Lied, wenn ihr euch erinnert, hinter der Polizeistation war ein Radio, als wir das erste Mal da waren, und da lief dieses Lied. Und da habe ich gesagt, das Lied klingt echt gut, da muss ich gucken, von wem das ist. Und dann habe ich das GameTube-Let's Play geguckt an der Stelle, und da hatte dann Michi Obermeier gesagt, der hat das zusammen mit Daniel Veit gespielt, das ist Among the Oak and Ash mit Shady Grove. Ist leider ein bisschen kurz, das Lied, aber richtig gut. Depeche Mode hatten auch hier ein Lied drin. Das kenne ich jetzt gar nicht. The Darkest Star, muss ich mir mal anhören. Havoc Physics. Mhm. Ja, vielleicht noch ein weiterer letzter Kritikpunkt. Das Klettern und das Springen war teilweise etwas sehr beschwerlich. Aber, naja. Das soll es dann auch von meiner Kritik erstmal sein. Wie gesagt, Kritik, wenn ich Kritik nutze, und Kritik im Allgemeinen, bedeutet nicht immer etwas Negatives, sondern Kritik kann auch positiv sein. Das sage ich deswegen, weil vielleicht einige Leute das immer so ein bisschen falsch verstehen, was das Wort Kritik bedeutet. Aber was passiert jetzt, wenn ich jetzt die beliebige Taste drücke? Mal gucken. Okay. Ja, okay. Das war's mit Alan Wake, liebe Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute zu Ende spiele. Geil. Ja. Soll ich jetzt, bin am Überlegen, ob ich was zum Nachfolgeprojekt sage, was demnächst kommen wird wahrscheinlich. Ich meine, falls ihr auf düstere Spiele steht, und das war mein Handy, was runtergefallen ist, mein Timer, egal, ist eh deaktiviert und das ist schon so oft runtergefallen, ist wurscht. Falls ihr auf Schleichspiele steht mit Einbrüchen und Sachen von Leuten stehlen und in Häuser einschleichen und Wege suchen, wie man am besten irgendwo unbemerkt hinkommt, im Dunkeln arbeiten, also ähnlich wie Alan Wake ein wenig, zumindest mit der Dunkelheit, und einer super Story, einer super Atmosphäre, auch vielleicht eine Art modernem Märchen, dann schaut unbedingt mal in Thief Deadly Shadows rein. Ein Let's Play von mir. Das ist einfach, also ich, das Spiel, da halte ich auch sehr viel von. Also falls euch sowas auch gefällt, ja, schaut da mal rein. Was bleibt mir zu sagen? Vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an alle, die bis hierhin durchgehalten haben und die nicht zwischendurch gesagt haben, der spielt aber total scheiße und das tue ich mir überhaupt nicht an. Und der spielt ja blind und der kommt wahrscheinlich dann total langsam voran. Ja, bin ich teilweise auch. Und an sehr vielen Stellen war es auch meine Schuld, dass wir nicht schnell weitergekommen sind. Und da brauche ich auch überhaupt nicht das auf irgendwie was anderes schieben. Weil es ist ja immer so, entweder es sind immer, für einen selbst sind es immer die anderen, aber wenn man selbst kritisiert wird, sind es die Umstände. Aber nein, man kann auch selber mal vielleicht sagen, okay, ich habe auch nicht immer alles richtig gemacht, aber das muss es vielleicht auch nicht. Ist, wie gesagt, ein Blind-Projekt, ich kannte das Spiel nicht und ich bin sehr positiv, sehr, sehr, sehr positiv überrascht und gehe jetzt hinaus in die Welt, denke über Alan Wake nach und würde das Buch gerne mal lesen. Das gibt's ja als, gab es glaube ich in der Collector's Edition, gab es das mit dem Buch sogar dabei, vielleicht kommt man da irgendwie dran. Und ich habe sogar überlegt, klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich habe letztens echt überlegt, ob ich mir irgendwo diese Jacke von Alan besorge, weil ich die total geil finde. Die gibt's bestimmt irgendwo zu kaufen, könnte ich mir vorstellen. Muss ich mal schauen. Falls ihr eine letzte Sache noch in eigener Sache, bevor ich das Video dann auch beende, das ist jetzt bestimmt eh schon eine halbe Stunde lang, jetzt macht's auch nichts mehr, ob jetzt noch ein, zwei Minuten länger ist. Falls ihr noch neu auf diesem Kanal seid
und vielleicht das noch nicht so ganz gesehen oder mitbekommen habt oder noch nicht wusstet vielleicht, falls ihr mehr auf dem Laufenden bleiben wollt, was Geschehnisse auf Dave Dern TV zu tun hat, folgt mir am besten auch auf Facebook beziehungsweise liked die Dave Dern TV Seite. Ein Link dazu findet ihr in jeder Folge, in jedem Video, immer in der Videobeschreibung. Das ist da immer verlinkt. Ich habe auch eine Twitter-Seite, wo ich zwar selber nicht oft aktiv bin, aber das wird dann da automatisch auch geteilt. Also über Twitter könnt ihr mir theoretisch gesehen auch folgen, falls ihr kein Facebook-Freund seid. Und übrigens, vielleicht auch noch eine Sache, ihr könnt die Seite trotzdem sehen auf Facebook, wenn ihr nicht selbst bei Facebook angemeldet seid. Ihr könnt dann einfach auf den Link klicken und könnt das alles lesen, was ich da poste. Also ich poste da immer, wenn ein neues Video erscheint, und ich poste da auch immer, wenn es Neuigkeiten oder Änderungen gibt, spontane Sachen, wenn zum Beispiel irgendwie für längere Zeit ein Video nicht kommt oder so. Ich mache dann meistens für solche Fälle zwar noch ein Infovideo, aber wenn ihr wirklich alles mitkriegen wollt über diesen Kanal an News, an Neuigkeiten, neuen Videos, schaut auf der Facebook-Seite vorbei. Das ist die zentrale Seite, die ich da so betreibe, weil es einfach auch praktikabel ist. Und eine Sache vielleicht auch noch, falls ihr jetzt am Ende dieses Let's Plays auch sehr gefallen daran gefunden habt, an diesem Spiel, und das euch vielleicht auch zulegen möchtet, dann würde ich mich echt sehr freuen, und ihr vielleicht diesen Kanal und mich selbst indirekt unterstützen möchtet, dann würde ich mich echt sehr freuen, wenn ihr Alan Wake via Amazon bestellt, über einen der Links in der Videobeschreibung. Das läuft dann nämlich so, ich bin da so ein Affiliate-Partner, nennt sich das. Das heißt, ihr könnt alles Mögliche über einen der Links bestellen, wenn ihr unten draufklickt. Und für jeden Kauf, den ihr dann tätigt über den Link, bekomme ich eine kleine Provision von Amazon gezahlt. Also ihr müsst mir kein Geld direkt überweisen, oder das kommt nicht von euch direkt, das Geld, sondern das kommt dann quasi von Amazon auf mein Konto dann überwiesen, auf mein Amazon-Konto. So. Das gilt auch für alle anderen Projekte, die ich mache, und für alle anderen Spiele, die ich so mache, momentan zumindest. Da seht ihr das auch immer in der Videobeschreibung. Also falls ihr daran Interesse habt oder falls ihr Lust dazu habt, mich dann ein bisschen zu unterstützen, vielleicht auch in der Hinsicht für diesen Kanal, in dem Sinne, dass ich dadurch vielleicht ja auch hin und wieder mal, je nachdem, ein kleines Spiel finanzieren kann oder so, was ich dann vielleicht Let's Playen könnte, das allein für solche Sachen. Wenn ihr Lust habt, macht es. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich kann keinen dazu zwingen oder möchte es auch nicht. Wer bin ich, das zu tun? Aber ich wollte es einfach mal anmerken, damit ihr vielleicht auch Bescheid wisst, dass es die Option gibt, falls ihr mir irgendwie neben dem Schauen von Let's Plays und dem Liken, worüber ich mich auch immer sehr freue, falls ihr keine Kommentare schreiben wollt, könnt ihr auch gerne liken. Dann sehe ich auch, dass euch das Video gefallen hat. Auch darüber freue ich mich immer. Das wollte ich eigentlich noch gesagt haben, und das war es jetzt auch wirklich, und ich habe euch jetzt sowas von in den Schlaf gelabert. Das tut mir einerseits leid, andererseits muss es auch mal sein. Jetzt muss ich durchatmen, und ich hoffe, ihr habt jetzt auch genug Zeit durchzuatmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen, weiß ich nicht, wann guckt ihr es, abends? Für mich wäre das, wenn ich so anders gucken würde, ein typisches Spiel, was ich vorm Schlafengehen gucke, allein wegen der düsteren Atmosphäre irgendwie. Gut. Möge das Dunkel euch nicht ummannen und übermannen, und möge das Licht mit euch sein. Bessere Schlussworte kann man in diesem Fall vielleicht gar nicht finden. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Recht herzlichen Dank fürs Schauen dieses Let's Plays auf Dave Dern TV mit mir, dem Dave und dem Alan. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in einem anderen Projekt, in einem zukünftigen oder in einem früheren Projekt, was ich schon gemacht habe, vielleicht auch einschaltet. Gehabt euch wohl. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Euer Dave. November 2. 2014, 11:11 Uhr. Ein Tag später, ein kleiner Nachtrag. Ja, das Video ist jetzt schon ewig lang, aber ich wollte vielleicht noch einen kleinen Nachtrag machen. Und zwar habe ich jetzt nochmal ein wenig gegrübelt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir, was auch dazu passen würde, dass wir Alan teilweise im Fernsehen gesehen haben während des Spiels, obwohl wir ja mit als Alan da rumliefen, dass wir die ganze Zeit diesen Master Scratch, diesen Entwurf von Alan gespielt haben und gar nicht Alan selbst. Und Alan, der richtige Alan quasi, die ganze Zeit in der Hütte saß und die Geschichte geschrieben hat, als wir sie spielen.
Also genau zeitgleich. Das würde zumindest Mr. Scratch irgendwie auch mehr erklären. Der wurde ja einmal am Ende gezeigt und dann, er ist halt da. Jo. Und Alice hat er so in die Story eingebunden am Ende, dass sie überlebt, aber dafür Alan im Dunkeln gefangen ist. Also Alan ist ja nicht rausgekommen eigentlich. Der hat ja sich selbst quasi dem Dunkeln hingegeben, damit Alice freikommen kann. So würde ich das jetzt verstehen. Weil sie am Ende auch da sitzt und nach Alan ruft und nirgendwo irgendwas zu sehen ist und so weiter und so fort. Das ist so meine vorzeitige, relativ grobe und kurze Interpretation von dem, was am Ende abging und was das für die ganze Story vorher bedeuten könnte. Kann aber auch komplett anders sein, aber das mit Mr. Scratch klingt für mich relativ plausibel, wenn ich mir das so denke. Und vor allem wurde ja auch gesagt in der einen Cutscene, dass die Freunde Mr. Scratch wiedersehen werden. Das heißt, in der einen Version ist er vielleicht gar nicht tot, aber der richtige Alan vielleicht. Aber dann hätte er andererseits, wenn der richtige Alan das Buch schreibt und dann tot ist, hätte er das Buch ja nicht schreiben können, weil er ist ja tot. Naja, jedenfalls nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Video auf Dave Durden TV. Euer Dave.